Ich bin's mal wieder, der Duck. Mein heutiger Gast ist der Tarkan Bacı und er hat mir zur Aufgabe gemacht, meine Version vom kölschen Kaviar zu kochen. Wir sind heute in Köln. Comedy ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir. Also andere zum Lachen zu bringen, aber auch selber zu lachen, das mache ich sehr, sehr gern. Vom Namen Kaviar her müsste es eigentlich was Exklusives sein, aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Und deswegen habe ich mich für die Linse entschieden und daraus mache ich ein richtig schönes, lauwarmes Linsengericht mit saftigem Lachs. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie ein Gourmet. Ich bin sehr gespannt auf das Originalgericht, aber wir fangen erstmal an mit meinem Gericht, oder? Ja, liebend gern. Ich habe Hunger, auf geht's. Wir fangen jetzt an mit unserem schönen Bio-Lachsfilet und schneiden uns ein paar Stücke ab. Das benutzen wir dann später für unsere Brühe. Ziehen, drehen, ziehen, drehen. Ziehen, drehen. Kannst du irgendwann ganz schnell machen. Zack, 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 zack. Ja, dann hast du ein paar Finger mit drin. Und wie gefällt es dir so in Köln bisher? Warst du schon mal hier? Ich finde Köln sehr... hässlich? Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ehrlich sein. Aber die Leute sind schön, also innerlich. Ja, finde ich auch. Ja, und es ist nicht so anonym, habe ich das Gefühl. Also ich gehe dreimal Kölsch trinken und kenne halb Köln. In Berlin kannst du 6 Jahre leben und deinen Nachbarn nicht kennen. Ja. Habe ich im Gefühl. Das stimmt. Und das kölsche Kaviar ist doch wahrscheinlich gar kein echter Kaviar, sondern genau das Gegenteil, oder? Ja, ich sag mal so, es wird häufig im Brauhaus gegessen. Und also in Düsseldorf gibt es im Brauhaus vielleicht ab und an mal Kaviar. In Köln ist man ein bisschen bodenständiger. Also es hat nichts mit Kaviar zu tun. Okay, ein bodenständiges Gericht. Also bin ich gar nicht mal so falsch. Dann fangen wir gleich an, das ganze grobe Gemüse mit kaltem Wasser aufzusetzen. Kalt ist ganz wichtig, weil da durch diesen langsamen Kochprozess kommt der ganze Geschmack aus dem Gemüse oder aus dem Fisch alles heraus. So, für unsere Brühe setzen wir dieses grobe Gemüse in kaltem Wasser an und tun auch noch von den Lachsabschnitten etwas rein, dass wir da richtig Bums haben. Circa für 30, 40 Minuten die Brühe gleich köcheln lassen. Aber zwischendurch müsst ihr immer etwas für den Schaum ablöffeln, weil dann wird die Brühe auch später schön klar. Ich habe ja gehört, du schreibst Bücher auch. Ja. Ich denke mal, wie viel Zeit man dafür braucht, bis man ein Buch fertig macht. Wie bist du dazu gekommen, dass du einfach sagst, ich schreibe jetzt Bücher? Ja, ich habe das große Glück, so wie du, die Leidenschaft quasi zum Beruf gemacht zu haben. Das heißt, ich habe gar nicht so die Wahl. Wenn ich auf einer Insel gestrandet wäre, ich würde anfangen, in den Sand zu schreiben und irgendwelche Kokosnüsse anzumoderieren. Wow. Also ich kann gar nicht anders. Das ist vielleicht wie ein bisschen mit dem Kochen. Wenn du jetzt sagst, wir müssen das 30 bis 40 Minuten köcheln lassen, denke ich, oh mein Gott, wie lang ist das denn? Was soll ich denn machen? Da kannst du ein ganzes Buch schreiben, ne? Ja, da schreibe ich 3 Bücher in der Zeit. Nö, aber da komme ich immer wieder hinzu. Und wie viele Bücher hast du jetzt schon geschrieben? Das ist jetzt, Heartbreak ist mein drittes. Davor Heartbreak. Hatte ich einen Roman, dann ein Sachbuch über einen Tatortreiniger, ein echter Tatortreiniger. Jetzt ein klassischer Roman wieder mit Heartbreak. Heartbreak. Ja, es geht um Einsamkeit. Einsamkeit. Schmerz. Das interessiert die Leute immer. So. Das riecht jetzt schon wahnsinnig gut, oder? Aber es ist nur die Brühe gerade. Es, ne? Ist nur die Brühe. Das ist Sellerie, das ist Fisch, das ist wahre Gourmet-Küche. Und jetzt widmen wir uns den Bio-Berglinsen. Die habe ich vorher für 1 Stunde eingeweicht, dass die Kochzeit sich ein bisschen verkürzt. Und ich will ja nicht, dass unsere Linsen so matschig werden, sondern soll die Form der Linse erhalten bleiben. Damit sie aussieht wie Kaviar. Kaviar. Quasi dein Kaviar-Ersatz. Das ist meine Idee für Kaviar-Ersatz. Clever. So, nachdem wir jetzt die Linsen noch reingetan haben, können wir noch mal etwas Rinderbrühe reintun. Das macht man in der Gourmet-Küche oftmals, dass man sowohl Gemüsebrühen als auch Rinderbrühen, Kalbsfonds, alles zusammenmischt. Dadurch kommt ein etwas mehr komplexerer Geschmack. Ich habe sehr Lust auf das Essen. Jetzt haben wir noch ungefähr 5 Minuten, bis wir fertig sind. Mhm. Und jetzt machen wir das schöne Suppengemüse rein. Und zum Abschluss verfeinern wir die ganze Sache nochmal mit etwas Pinienkerne, Dill, Essig und etwas Zucker. Das wird schmecken, sage ich euch. So, wir haben jetzt ein Stück Lachs, da ist noch die Haut drauf. Es macht gar nichts, weil wir später eh die Haut noch mal runternehmen. Mhm. Wir würzen mal ganz kurz mit Salz und Pfeffer. Am besten legst du es auf die Hautseite rauf und hältst deine Finger kurz drauf. Dadurch verformt sich nicht der ganze Lachs. Wenn ihr zu Hause den perfekten Fisch braten wollt, dann müsst ihr auf der Hautseite anbraten und langsam hochgaren lassen, bis ungefähr 3/4 fertig ist. Man sagt ja, Gerüche verbindet man immer auch mit Erinnerungen. Wenn du mal die Augen schließt und den Lachs riechst, woran erinnerst du dich? Ja, das ist natürlich aus meiner Anfangszeit als Koch, wo ich zum ersten Mal sowas gekocht habe, wie toll das sein kann und wie saftig ein Fisch sein kann. Das erinnert mich total daran. Wir werden noch mal ein bisschen Aromenstoffe wie Knoblauch und Thymian, Rosmarin reintun und ein Stück Butter. Und dann schieben wir theoretisch mit einem Löffel die ganze ölige Flüssigkeit mit den Aromen auf den Lachs. Das kenne ich vom Fernsehen. Ja. Wie heißt dieser Vorgang? Arrosieren. Arrosieren.
So, meine Lieben, ich habe noch ein Kräuteröl vorbereitet. Wenn ihr alle Informationen dazu haben wollt, wie man es zubereitet, dann klickt den Link in der Videobeschreibung. So, Tagan, jetzt sind wir bereit zum Anrichten. Let's go, oder? Ja, auf jeden Fall. Tada, Kölsche Kaviar, das Originalgericht. Oh. Duck, was erwartest du, wenn ich jetzt die Glocke heb? Was ganz anderes, ja? Und sehr ehrliches Gericht. Ich präsentiere Kölsche Kaviar. Oh, Blutwurst mit Brötchen? Ja, wir haben Blutwurst, wir haben ein Röckelchen. Senfgurke ist, glaube ich, optional, aber es ist ein sehr deftiges Brauhausgericht. Weil ich liebe ja Blutwurst. Ja, wirklich? Ja. Yeah. Ich bin kein Riesenfan. Es hat, man sieht aber nichts mit Fisch zu tun. Ja, schmeckt wie Blutwurst mit Zwiebeln, Gürkchen und Senf. Ich freue mich auf deinen kölschen Kaviar. Das ist auch eine Geschichte. Und der Lachs ist wahnsinnig zart. Nee, sehr saftig. So, meine Lieben, das war jetzt meine Version vom kölschen Kaviar. Linsensüppchen mit gebratenem Lachs. Und wenn ihr wissen wollt, wie man es macht, dann klickt euch in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link mit dem Rezept zum Nachkochen. Ich werde es probieren und meine Mutter wahrscheinlich wahnsinnig stolz machen. Ja. Denn es ist sehr lecker. Vielen Dank fürs Essen, Duck. Sehr gerne, mein Lieber.